Ja, moin moin meine Lieben, was geht ab und ein herzlich willkommen wieder zurück zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute seht ihr, ich bin wieder auf der Superduke unterwegs, aber es ist nicht mein Schätzchen, sondern es ist eine andere Superduke. Es ist die ganz neue Evo mit dem schönen semi-aktiven Fahrwerk, was ihr daran erkennt, dass wir vorne an der Gabel unter dem WP-Logo diese blaue Kappe drauf haben. Und das ist natürlich dann der Hinweis, hey, wir fahren heute die Evo. Und die Frage, die ich mir wirklich gestellt habe, ist, jetzt fahre ich ja schon seit knapp 6.000-7.000 Kilometer, die schöne Superduke Air. Aber wie sieht's aus? Ist die Evo jetzt mit dem semi-aktiven Fahrwerk besser? Muss man die paar tausend Euro mehr ausgeben? Oder reicht nicht die Standard-Superduke? Genau diese Frage werden wir heute klären. Vorab, ich möchte ganz klarstellen, ich bin kein professioneller Rennfahrer und ich bin auch nicht jemand, der der übelste Crack im Einstellen von Fahrwerken ist. Ja, da gibt es ganz andere Leute, die auf der Rennstrecke vor allem auch fahren oder die für einen Fahrwerkshersteller arbeiten. Die kennen sich viel, viel besser damit aus. Ich berichte euch jetzt von meinem persönlichen Eindruck. Gefahren heute auf drei verschiedenen Streckenabschnitten. Wir fahren zuerst eine kurvige Landstraßenstrecke mit gutem Fahrbahnbelag. Danach wechseln wir mal auf ein paar engere Kurven mit schlechten Fahrbahnbelag und ganz zum Schluss fahren wir noch mal durch die Stadt über heftiges Kopfsteinpflaster und gucken uns an, wie das Fahrwerk performt. Wir werden grundsätzlich mal diese drei Modis ausprobieren, Street, Comfort und Sport. Was wir uns sicher anschauen werden, heute im Detail ist den Track-Modus. Ich glaube, das kann man eher auf der Rennstrecke ausprobieren und wir werden uns noch nicht den automatisierten Modus anschauen, denn in diesem Modi wäre es so, dass das Fahrwerk selbstständig lernt und sich anguckt, wie man letztendlich als Fahrer fährt und dementsprechend dann auch die Federung oder die Dämpfung einstellt. Okay, meine Lieben, hier beginnt der erste Kurvenabschnitt. Wir fahren mit meiner KTM 1290 Superduke Air und das mit Standardfahrwerk und WP Apex Lenkungsdämpfer. Let's go! Schön einen runter und jetzt gehen wir hier auf entspannt durch. Liegt sehr gut, die Superduke mit Standardfahrwerk, überhaupt kein Problem. Drehen jetzt hier wieder rein, sehr stabil. In die letzte Kurve vom ersten Abschnitt. Hier nochmal schön eng. Und hier ist ein bisschen Dreck, da müssen wir ein bisschen das Gas rausnehmen. Also insgesamt das Standardfahrwerk der Superduke mit der Standardeinstellung, aber dem WP Apex Lenkungsdämpfer vorne extrem stabil. Das Hinterrad bleibt eigentlich genau da, wo es sein soll. Auch an dem herbstlichen Tag jetzt hier, wo es nicht mehr so warm ist und selbst wenn die Strecke ein bisschen feucht ist, muss ich sagen, performt das Standardfahrwerk der Superduke doch recht gut. Schön stabil, extrem geil, also sehr, sehr schön. Riecht schön angenehm die Maschine im Street-Modus, sehr, sehr geil, also sehr, sehr schön stabil, gibt ganz viel Vertrauen. Okay, dann schauen wir uns jetzt nochmal die Kurve an jetzt. Sehr schön stabil der Street-Modus, gefällt mir unglaublich gut. Also erster Streckenabschnitt, Street-Modus, Daumen hoch, sehr stabil, ähnlich wie Standardfahrwerk, aber ich kriege tatsächlich doch noch etwas schneller Vertrauen in das Fahrzeug mit diesem entsprechenden Street-Modus. Also den finde ich sehr angenehm zu fahren. Bisschen weicher insgesamt als das Standardfahrwerk, aber sehr, sehr schön. Gut, dann gehen wir jetzt mal auf Sport. Sehr nice. Man merkt, sie ist jetzt deutlich aggressiver. Sie will jetzt wirklich arbeiten. Schön. Oh, ich liebe die Superduke, wie der schöne Motor rauskickt. Und jetzt gehen wir hier nochmal schön in die Kurve rein. Sehr nice und stabil. Fühlt sich aber deutlich ähnlicher an wie mein Fahrwerk. Jetzt im Sportmodus. Moin moin. Wirklich schön. Und hier nochmal schön Gas jetzt. Ordentlich anbremsen, geht sie gut vorne rein. Also Sportmodus, muss ich sagen, fühlt sich sehr ähnlich an wie meine Standardabstimmung bei der Superduke. Das Piepen, das Quietschen der Bremse kriegen sie auch bei der neuen Superduke nicht weg. Das ist echt geil. Ja, Sportmodus sehr nah dran an meiner Einstellung. Fühlt sich sehr ähnlich an, ein bisschen härter, also man merkt, ist nicht ganz so entspannt, nicht ganz so weich. Und jetzt gehen wir in den Komfortmodus und jetzt bin ich ja mal gespannt. Okay, erster Streckenabschnitt im Komfortmodus.
weiter. Also das merkt man schon. Das ist vom Feedback her aber ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Gucken wir mal jetzt in der zweiten Kurve, wie sich das Ganze hier verhält. Ja, das ist sehr weich abgestimmt im Vergleich jetzt zum Sportmodus respektive zum Street-Modus. Also da merkt man schon den Unterschied. Da finde ich es tatsächlich im Street-Modus und auch im Sportmodus hier etwas angenehmer, weil da kriegt man deutlich mehr Feedback vom Bike als jetzt hier in diesem Komfortmodus. Ja, Fazit nach dem ersten Streckenabschnitt. Street-Modus auf jeden Fall ganz weit vorne bei der Evo. Finde ich sehr, sehr schön. Sportmodus performt sehr ähnlich, finde ich, wie das Standardfahrwerk der KTM 1290 Super Duke, also wie bei meiner. Den Komfortmodus finde ich für diese schnellen Kurven nicht so angenehm. Also da ist mir das Feedback doch zu schwach. Okay, dann kommen wir jetzt hier in den zweiten Streckenabschnitt. Hier ist die Straße etwas abgefuckt. Also wir sehen hier schon, dass hier so ein paar krasse Flecken drauf sind. Und jetzt schauen wir uns das hier mal an. Also hier merkt man schon jetzt das Standardfahrwerk, das knallt hier schon ordentlich durch. Also dafür ist es natürlich doch, das ist der Standardabstimmung ein bisschen zu straff eingestellt. Schnelle Kurvenwechsel gehen auch mit dem Standardfahrwerk, finde ich, sehr gut. Überhaupt kein Problem. Schön anbremsen, ja, die bleibt sehr stabil, die Maschine. Aber man merkt, wie gesagt, schon, wenn der Untergrund etwas unruhiger wird, dann arbeitet das Fahrwerk schon recht stark. Nicht sehr angenehm. Oh, es ist doch weicher, schön weich. Also die nimmt hier die unebenen Straßen doch etwas angenehmer als mit dem Standardfahrwerk. Das merkt man sofort. Ist gut, ist gut, kann man nicht meckern. Also sehr angenehm. Jetzt knallen wir hier noch mal schön über diese richtig abgefuckten Fahrbahnbelag hier. Ja, doch, 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 man merkt das schon. Selbst im Street-Modus, das semi-aktive Fahrwerk dämpft hier doch etwas besser vom Komfort her, als es mit dem Standardfahrwerk der Fall ist. Definitiv. Dann würde ich mal sagen, wechseln wir doch hier mal auf entspannt in den Sportmodus. Und da bin ich jetzt gespannt, ob das wirklich hier auch so ähnlich dann ist wie bei meiner Super Duke oder ob der Sportmodus jetzt hier besser performt. Ja, doch, hier merkt man schon, das ist dann doch wieder etwas näher dran. Aber es ist näher dran an dem Standardfahrwerk, aber immer noch weicher als bei meiner Super Duke. Immer noch weicher, definitiv. Wir kommen jetzt hier gleich nochmal in den Bereich mit dem abgefuckten Fahrbahnbelag und da bin ich jetzt nochmal gespannt, wie es aussieht. Wenn wir hier rüber knallen, ja doch, 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 doch. Also beim Standardfahrwerk merkst du, das ballert deutlich, ballert wesentlich härter durch, unten raus, also das ist schon ein Unterschied. Okay, meine Lieben, dann kommen wir auch schon zum letzten Fahrmodi und das ist der Komfortmodus und der müsste jetzt ja eigentlich hier glänzen. Weil das ist ja genau sein Bereich. Gut, wir schalten rum auf Komfort, gehen raus und gib ihm. Ja, sehr weich. Also krass, krass, wie der abdämpft. Wahnsinn. Das ist ja mal echt ein Komfort. Das ist ja ein Riesenunterschied. Allein nicht nur zum Sportmodus, sondern zum Standardfahrwerk. Ja, also hier merkt man, hier lebt der Komfortmodus bei der unebenen Straße. Unglaublich angenehm mit dem Moto zu fahren. Sehr, sehr cool. Die Federung ist deutlich weicher. Die Unebenheiten werden echt einfach so entspannt weggedämpft. Da kann man nicht meckern. Also das ist schon ein Riesenunterschied zum Standardfahrwerk, wie hier dieses die Komfortstufe wirklich performt. Summa summarum, Street finde ich immer noch am geilsten. Da merkt man, das ist so genau das Zwischending zwischen Sport als auch zwischen dem Komfortmodus. Sehr gute Dämpfung, ein Ticken weicher auf jeden Fall als das Standardfahrwerk. Gefällt mir persönlich sehr gut. Kann man schöne lange Touren mitfahren, überhaupt kein Ding. Der Sportmodus performt tatsächlich auch etwas weicher, finde ich, im Vergleich zum Standardfahrwerk. Und der Komfortmodus, der überzeugt natürlich hier absolut. Schauen wir uns jetzt mal das Standardfahrwerk der Super Duke hier auf dem Kopfsteinpflaster an, vom Komfort her. Und da muss ich sagen, ist der Komfort nicht sehr gut. Also man merkt schon, dass das Fahrwerk dafür zu hart ist. Ja, was man selbst sogar jetzt schon im Street-Modus merkt hier, weil ich fahre ja sehr häufig auch mit meiner Super Duke, ist, es ist doch etwas angenehmer.
es knallt nicht so krass durch nach vorne. Also das merkt man schon. Ist aber minimal der Unterschied. Also den würde ich jetzt nicht als wirklich signifikant einstufen, jetzt im normalen Street-Modus. Wie gesagt, etwas angenehmer jetzt hier auf dem Kopfsteinpflaster. Nicht zu hart, wie es bei meiner Super Duke ist. Bei meiner Super Duke merkt man jetzt schon so hier, da wird es, wenn man lange auf so einem Kopfsteinpflaster fährt, schon etwas unangenehmer. Das ist doch tatsächlich gar nicht so schlecht hier, muss ich sagen, im Street-Modus. Und jetzt bin ich mal gespannt, wenn wir das Ganze umstellen auf den Sportmodus, wie sich das dann verhält. Ja, also ich muss sagen, da merkt man jetzt keinen wesentlichen großen Unterschied zum Street-Modus, jetzt zumindest jetzt hier auf diesem Kopfsteinpflaster. Das fühlt sich eigentlich schon sehr, sehr ähnlich an. Und jetzt bin ich ja gespannt, ob der Komfortmodus jetzt alles rausreißt oder ob der sich genauso verhält. Ja, doch, ist noch, doch, das merkt man schon. Also das ist wiederum echt ein Unterschied. Es ist noch mal weicher als jetzt im Street- und Sportmodus. Also sehr angenehm, muss ich sagen. Kann man überhaupt nicht meckern. Das ist wirklich krass. Also das ist dann doch nochmal ein Unterschied jetzt hier in diesem Komfortmodus. Das merkt man schon, dass das sehr, sehr angenehm ist. Jetzt hier über den Kopfsteinpflaster. Also da merkt man fast keine Erschütterung. Also das ist wirklich genial. Kann man nicht meckern. Okay, dann kommen wir mal zum Fazit. KTM 1290 Super Duke R, Baujahr 22 mit semiaktivem Fahrwerk, getestet heute in den drei Modis Street Comfort und Sport. Grundsätzlich kann ich sagen, das semiaktive Fahrwerk im Comfort-Modus performt deutlich besser als das normale Standardfahrwerk der KTM 1290 Super Duke R vom Baujahr 21. Deutlich softer, kann komplett die ganzen Bodenwellen und Unebenheiten sehr gut abdämpfen. Also da kann ich mir vorstellen, wenn man lange fährt und vor allem natürlich auch einen schlechten Untergrund hat. Alter, der Typ ist da vorne fast auf die Fresse geflogen, weil die so spät abgebremst hat mit seiner schönen 2001er Gixxer. Krass, Alter. Okay, back to the topic. Der Komfortmodus ist da deutlich angenehmer und auf langen Strecken mit Sicherheit das Mittel der Wahl für die unter euch, die doch die Super Duke eher für längere Ausfahrten nutzen, ist der Komfortmodus mit Sicherheit eine Empfehlung wert. Der Sportmodus fühlt sich weitestgehend sehr ähnlich an wie bei dem Standardfahrwerk meiner Super Duke von 2021. Kein großer Unterschied. Ich würde sagen, etwas weicher abgestimmt. Beim umgebenden Fahrbelag merkt man das schon, wobei ich sagen muss, beim Kopfsteinpflaster war jetzt der Unterschied nicht so groß. Etwas weicher vielleicht, aber doch am ehesten dran an dem Standardfahrwerk aus meiner persönlichen Betrachtung. Der Street-Modus gefällt mir am allerbesten. Er ist wirklich so der Trade-off zwischen dem Komfort und dem sportlichen Fahren. Insgesamt gibt er sehr gutes Vertrauen. Fühlt sich ähnlich an wie bei meiner Super Duke, aber noch ein bisschen angenehmer zu fahren, finde ich. Also der Street-Modus hat wirklich eine sehr, sehr gute Abstimmung. Daumen hoch, hat KTM wirklich sehr, sehr gut gemacht. Was gewinnt jetzt letztendlich? Ich muss sagen, der Unterschied ist marginal, aber der zusätzliche Komfort ist tatsächlich auf den semiaktiven Fahrwerk ein Grund, warum man hier rein investieren kann. Vor allem, wenn man eher in Bereichen fährt, wo jetzt der Fahrbahnbelag wirklich beschissen ist, da lohnt sich dann tatsächlich das semiaktive Fahrwerk, weil das Standardfahrwerk der Super Duke, wenn man jetzt auch mit den Standard-Klicks fährt, sprich Zug- und Druckstufe, ist dann doch härter abgestimmt. Natürlich kann man da ein bisschen rumspielen, aber ich glaube, das funktioniert hier schon echt gut. Und für diejenigen unter euch, die keine Lust haben, jetzt sich viel mit Fahrwerk zu beschäftigen, aber doch etwas mehr Komfort haben wollen, da ist doch tatsächlich dieser Komfortmodus respektive der Street-Modus deutlich dann doch wiederum dem normalen Fahrwerk überlegen. Das kann man schon sagen. Also das ist wirklich klasse. Wenn es jetzt um das sportliche Fahren geht, dann muss ich sagen, ist das Standardfahrwerk und das semiaktive Fahrwerk doch sehr nah dran, zumindest für den Street- und Sportmodus. Wobei der Street-Modus dann doch etwas mehr Selbstvertrauen gibt, weil er dämpft etwas besser dann tatsächlich Unebenheiten auf der Straße ab. Und das ist mit Sicherheit dann auch für Leute, die neu auf das Bike kommen, irgendwo ein Plus. Und der hat mir auch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Wobei ich sagen muss, wenn jemand die Super Duke sehr gut fahren kann, ist das Standardfahrwerk und der Street-Modus doch sehr nahe dran. Lohnen sich jetzt die paar tausend R hier für das semiaktive Fahrwerk? Muss ich sagen, für mich persönlich bei meiner Fahrweise nicht. Ich fahre die Super Duke dann doch eher etwas sportlicher und auch nicht so häufig durch echt schlechten Fahrbelag. Da muss ich sagen, würde mir persönlich das semiaktive Fahrwerk jetzt nicht viel mehr bringen. Aber ich glaube, für die unter euch, die doch eher bei unebenen Straßen fahren oder lange Touren fahren wollen und ein bisschen auf Komfort achten, da ist das semiaktive Fahrwerk, glaube ich, eine Investition wert. Weil hier merkt ihr schon,
eine deutlich bessere Dämpfungseigenschaft im Vergleich zu dem ganz normalen Fahrwerk, was ihr auf der 21er Super Duke habt. Das ist mein Fazit zur KTM 1200 Super Duke Evo mit semiaktivem Fahrwerk. Doch wieder eine Schippe mehr und es ist wieder interessant. Es fährt sich ähnlich wie die vorherige Super Duke, aber doch wieder ein Stück anders. Und das finde ich extrem geil, ja, wie ein fast gleiches Fahrzeug sich doch wieder dann etwas anders anfühlt. Finde ich echt cool. Also meine Empfehlung an euch, fahrt beide Fahrwerke mal. Es ist wirklich spannend. Was ich leider nicht testen konnte heute, war dann, wie gesagt, der Track-Modus, als auch die persönliche Einstellung, die man machen kann, sowohl für den Preload, als auch die Dämpfung der Gabel, als auch des Monoshock-Federbeins. Das kann man ja auch alles einzeln einstellen. Und ich glaube, da kann man mit dem semiaktiven Fahrwerk dann nochmal was rausholen. Das konnte ich leider nicht testen. Wenn ich das noch hätte machen können, wäre das vielleicht dann doch so das Quäntchen an der Waage, wo ich vielleicht sagen würde, ja doch, jetzt kaufe ich doch nochmal. Wie gesagt, gönnt euch das mal, schaut euch beide Fahrwerke mal an. Auf jeden Fall die Evo eine Empfehlung wert und wirklich spannend zu sehen, wie KTM das Fahrwerk dann doch wieder etwas weiterentwickelt hat. Das ist mein Fazit zum heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst sehr gerne ein Like da, würde mich mega freuen. Und haut auf die Glocke, verpasst kein weiteres Video. Und wenn euch der Kanal gefällt, dann abonniert ihn noch sehr gerne, würde mich ebenfalls mega freuen. In diesem Sinne, meine Besten, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.